Da ist die Katastrophennummer. So. So. Also. Der Abend ist so gut wie vorbei. Ich bin so müde, ich kann das gar nicht sagen, ne? Katastrophe. So. So. Also richtig Katastrophe, ne? So, ja, wie war euer Tag? Heute ist ja schön Wetter, ne? Ich habe heute nochmal versucht, den kleinen Drucker in Lave zu bringen, ne? Und das hat einfach nicht funktioniert. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann gerade machen, was ich will. Also ich habe dann heute nochmal versucht, weil ich gestern gedacht habe, du hast bestimmte Fehler gemacht. Du hast vergessen, den Drucker schon mit dem Handy so Dingsbumse, ne? So verbinden. Also im Tablet. Ja. Aber das hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe es dann heute nochmal ausprobiert. Das hat nicht gegangen. Und das funktioniert normal auch nicht. Also, das funktioniert einfach nicht. Ich kann jetzt gerade machen, was ich will. Das geht nicht. Naja. Mal abwarten, ne? Jetzt hat ich schon noch einen anderen Drucker geguckt, ne? Also, kostet von dem, der am effizientesten eigentlich ist, ne? Also, da kostet eine Nachfülldingen, also ein Teil, also schwarz zum Beispiel, kostet 11, 12 Euro. Hä, wie soll denn das funktionieren? Also das geht ja dann schon mal gar nicht, ne? Ach, keine Ahnung, ne? Also da ist jetzt schon mal nervig angelegt, ne? Also das tut mich jetzt echt ein bisschen stören, weil ich eigentlich, ja, ne? Ich habe noch so viel vorgehabt, ich habe noch so viel wolle Ausdrucke und nix ist. So, jetzt reicht's. So, mein Achtsamkeitstagebuch. Du hast die Challenge geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht es dir jetzt? Hat sich in deinem Leben etwas zum Positiven oder eventuell sogar Negativen gewandelt? Wenn ja, was? Wie kannst du Letzteres positiv verändern und was möchtest du sonst künftig noch für dich ändern? Was braucht denn der doch? Keine Ahnung, was der jetzt so in der Hand. Entschuldigung, dass ich euch so lange Hinterkopf hingehalten habe. Schreib die Antworten auf diese Fragen in ein Notizbuch und schau es dir ab und zu wieder an. Was hat dich verändert? Sind neue Wünsche hinzugekommen? Notiere dir auch diese wieder. Denn diese Challenge soll nach 30 Tagen nicht einfach so vorbei sein. Nimm das, was dir gut tut, mit in deinen Alltag und setz es so oft wie möglich um. Einfach jeden Tag ein bisschen. Viel Freude dabei. Alles klar, wir haben es geschafft. Also schreibe jetzt in euer Tagebuch rein, ne, wie sich das gehört. Das hat jetzt hier gestanden, müsst ihr das auch machen. Ne? So. Was? Moment, ich mache mal kurz Pause. So, es kann weitergehen. Meine Tochter ist vorbei. Es hat sich einmal vorbei geschlängelt. So, neue Liebe, neues Glück. Bist du ernsthaft unglücklich mit einer bestimmten Situation bei deiner Arbeit oder in deinem Privatleben, dann ist es an der Zeit, etwas zu ändern. Was müsste geschehen, damit du dich wieder besser fühlst? Setze dir Ziele, die realistisch sind und die zugleich von deinen innersten Wünschen und Werten getragen sind. Das verleiht dir die Kraft, inspiriert und mit dem notwendigen Durchhaltevermögen an die Veränderungen heranzugehen. Zerlege dein Ziel nun nach Möglichkeiten in kleine Teilziele. Und jetzt fange an und mache noch heute den ersten kleinen Schritt in Richtung neues Glück. Okay, also. Was ist das? Achtsamkeitsbox. Siehst du, steht doch drauf. Ich sehe nur Box. Sieht doch dran, dass meine Kinder auch meine Videos nicht gucken, ne? Sonst wüsste die das hier, ne? Ja, ich weiß nicht, ich gucke Bastelvideos gerne. Okay, Bastelvideo? Ja,
Das ist unser Kanal, wo jeder gesagt hat, ja, wir machen das. Ne, damit ich ruhig bin. Dann mache ich es und dann macht keiner mit. Ich habe gesagt, ich will warten damit. Du hast gar nicht gesagt, du willst warten damit. Doch, habe ich gesagt. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Diskussionen, ne? Der Heiko sagt immer, Diskussionen, die nicht lohnen, über Dinge, die nichts bringen. Und da sage ich immer, ja, der besuffte Sprüch kannst du sparen. Hallo, meine Schatz. Hallo, mein kleiner Schatz. Hast du schon erzählt, dass Travis ein neues Band hat? Nee, hatte ich noch nicht. Der Travis hatte ein neues Band. Da. Eine neue Halsband. Also, das hat mir gestern Natascha geschenkt. Das war das Halsband von seiner Tochter, ihrem Hund. Warum hatte? Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall wurde das Halsband noch nicht an. Ne? Und da hat es mich gefreut, ob ich es haben will. Wenn es im Treffes passt. Oh ja, es passt. Ne? Das geht da sein Zolle. Guck dir das doch mal an. Oh, leck. So, dann jetzt noch der chinesische Spruch. Ein Tag Leben ist wertvoller als ein Berg Gold. Yoshida Kenko hat das gesagt. Gut. Dann haben wir dort. Das stimmt. Was? Der Spruch stimmt. Ach ja, stimmt der. Ne? Gibt Personen, den hast du erstmal müssen beibringen, oder den musst du erstmal beibringen, ne? Dass Glück und Gesundheit wichtiger ist wie scheiß Geld. Ne? Selbstverständlich brauchst du Geld fürs Leben, für Essen zu kaufen und so weiter. Ne? Aber wenn Geld das Wichtigste ist, was für dich zählt, ey, dann bist du aber auch richtig arm dran, oder? Ja. Ey, ist doch so. Also ich kann mit so Menschen nichts anfangen, ne? Wasche, ich brauche nicht viel Geld von mir schön zu machen. Ihr seht das, ich gehe auf den Flohmarkt. Ich mache mir die Sache dann so, dass sie mir gefällt. Ich brauche keine neue Sache. Ich brauche kein dies, ich brauche kein das, ich brauche keinen Urlaub. Ich brauche sowas einfach nicht. Ne? Ich brauche Geld, ja, für Essen zu kaufen, für Strom und Miete zu bezahlen und so weiter. Ne? Das ist das Wichtige. Ne? Aber ansonsten, ja, ist es doch wichtiger, dass man gesund ist und sich lieb hat, oder nicht? Ja. Naja, ist so. Dann nützt mir nichts, wenn ich im Lotto gewonnen habe und lauter Arschlöcher um mich rum sind, oder? So ist es doch. Ja. Naja. Nützt mir Geld auch nicht. Und wenn du im Lotto gewonnen hast, die ganze Freunde, wo du plötzlich hast, da hast du noch nichts davon gewusst. Ja. Ja. Dann kommen sie alle an. Dann kommen sie alle gar an. Da hatte ich letztens mit dem Heiko Diskussion. Da hat er mich angeguckt. Ne? Ich bin ja wirklich nicht auf Geld aus. Gar nicht, ne? Da haben wir das Gespräch drüber mit dem Lotto gewinnen, ne? Und da hat er gesagt, gewonnen hat, der hat sein Geld gespendet, ne? Der hat seine Kinder und also so hat er mir das erzählt. Ich weiß das nicht, ne? Ich kann es euch nur so wiedergeben, wie der Heiko das gesagt hat, ne? Und weil plötzlich so viele Leute da auf deine Zukunft sind und wollte gern Menscheskinder. Und wollte gern Geld von dem, dann hat er das gespendet. Da habe ich gesagt, dann hätte ich mich sofort schade gelassen. Dann tut er mich ganz entsetzt an. Wieso? Ich sage, ey, Geld spende? Was ist denn los, ey? Das kann ja gar nicht sein. Verstehst du, zumal du gar nicht warst, ne, ob das Geld, was du spendest, du dort auch ankommt, wo es angeblich hingehen sollte, ne? Wo sich dann die ganze, wo da, verstehst du, overhucke, sich die Säcke erstmal voll mache und dann, wahrscheinlich nichts mehr dorthin kommt, wo es soll, ne? Ist so. Ja, klar, es ist gut, wenn man spendet, aber... Ja, also mein Ding ist, ne, wenn ich im Lotto gewinnen wird, ne, dann wird es erstmal die Leute Geld von mir kriegen, die kriegen einen Herzenswunsch erfüllt, die mir zu mir gut waren, ne? Was? Nix. Was lachst du denn jetzt? Ich lache gar nicht. Doch, du lachst. Ja,
Da war der ganz entsetzt, dass ich gesagt habe, nee, das gibt's gar nicht. Ich spende doch das Geld nicht. Wie gesagt, wenn ich weiß, ne, wenn jetzt zum Beispiel Kind oder ein Mensch, egal, Erwachsener, verstehe, jetzt wirklich Geld braucht, ne, was ich jetzt für Operationen oder sonstiges, ne, und ich habe wirklich, ne, im Lotto gewonnen, ne, dann helfe ich sofort, gibt es gar kein Gespräch, weißt, wenn es heißt, der kann ohne, weißt, dat, der muss das Geld davor haben, und dann ist das kein Thema, ne, aber nicht irgendeinem Scheißdreck dort gespendet, verstehst du, wirklich, wo du warst, das Geld kommt nicht an, das kommt nicht an, die ganz dubiose, komische Spendedinger da, wo da laufen, ne, und du warst genau das Geld, ja, das kommt einfach nicht an, fertig, dann wissen wir, das wissen wir alle gar, ne, bei den meisten Spendescheißen ist das so. Hör, da kann mir keiner was erzählen. Und, was hast du da? Ah. Genau, und deswegen, ne, ne. Wie gesagt, ich würde helfen, wo Not am Mann ist, ne. Das da würde ich dafür spenden, da würde ich Unterstützung gerne waschen und so weiter. Aber nicht, wenn ich genau weiß, wasche auch an wirklich seriöse Dinger. Aber ich weiß nicht, da würde ich dann lieber das Geld investieren, da dafür, für was gebraucht wird, ne. Nicht, wie gesagt, irgendjemand der spendet, der sich die Säcke voll macht zuerst mal. Nee, das würde ich nicht machen. Also ich würde mir erst alles kaufen, was ich will. Und dann würde ich alles, was ich noch habe, dann den Leute geben, die in meinem Umkreis nicht so viel Geld haben. Ja. Oder ich würde dir zuerst Geld geben. Oh, danke. Ja, ne? Das ist so. Also, nee. Also, das geht gar nicht. Ne? Wie gesagt, Menschen, die Hilfe brauchen, kriegen von mir direkt Hilfe. Ne? Wenn irgendwas gebraucht wird, wie gesagt, in wird ich dafür sorgen, dass es da ist. Ne? Aber wie gesagt, dubiose Scheißfirmen da irgendwas zu spenden, damit die in die Karibik fahren können, vergiss das. Ne? Mir hat auch keiner geholfen, ne? Von denen, wo der Overhucke. Ne? Nee. Wie gesagt, wenn Not am Mann ist, helfe ich überall. Wenn es so wäre, aber ich habe ja leider nicht so gewohnt, ne? Aber wenn es so wäre, würde ich das machen. Da wurde er entsetzt. Wieso entsetzt? Nee. Ne? Er hat es nicht verstanden. Er hat das wirklich nicht verstanden, was ich da damit sagen wollte. Ne? Ich wollte einfach sagen, ich würde das Geld sofort waschen. Jetzt, wie gesagt, so Krebshilfe oder so. Ne? Würde ich helfen. Was fehlt, was noch braucht, was dies, ne, das würde ich dann so machen, ne, aber nicht in irgendwo, du gar nicht weißt, wo es hinkommt. Ne, also, nee. Und das hat er nicht verstanden. Oder ich würde in so Livestreams spenden. Hier, wenn man YouTube guckt und dann so. Ja, natürlich, sonst noch was. Aber dann weiß man ja, an wen das Geld geht. Das ist auch gut, und dann freut sie sich. Leute. Nee, ich würde. Kranke Menschen helfen, das ist gar kein Thema. Oder wirklich Leute, die wo in eine. Ich meine, ich war schon so oft in komische Situationen, wo ich echt. Wirklich am Rande des Wahnsinns gestanden habe, ne? Und, so Menschen, denen würde ich dann auch helfen, weißt du, die wirklich in einer scheiß Situation sind und nicht mehr rauskommen, weil irgendjemand, die zum Beispiel irgendein Amt, ne, nochmal Doofsches gespielt hat, verstehst du? Und die Leute hucke und haben keinen Pfennig Geld mehr mit der Familie. Verstehst du das? Das sind Wasche. Oh, da krieg ich, ne? Da krieg ich direkt die Kretz, ne? Weil so was geht ja gar nicht, ne? Und ja, das ist halt, wenn man nur an sich selber denkt. Tja. Aber ich weiß genau, ne? Die Leute, ne? Wo da drüber sein Scheiter hat, ne? Wer was kriegt? Und wie viel jemand kriegt? Ne? Die wissen irgendwann nach, was sie gemacht haben. Wie gesagt, Karma schläft nicht. Und das ist das, womit ich mich zum Beispiel immer tröste, ne, wenn ich der Willkür von irgendwelchen Amtsmenschen ausgesetzt bin, ne, egal wer das ist, wo ich dann immer vor mich denke, mache ihr nur. Ne. Ihr kriegt irgendwann auch noch Ohr. Quittung dafür, dass er mit Menschen so umgehen, die euch nichts getan haben, ne?
So ist das, oder nicht? Ja. Ja. Mama, du bist mal so rot im Gesicht. Ja, aber ich kenne das gierig, ne? Wenn ich darüber nur denke, über so Sachen, ne? Da kenne ich richtig Späß, ne? Weil ich dann immer denke, ey. Echt jetzt, ne? Es gibt so viel Leute, die brauchen Hilfe, ne? Ja, keine Ahnung. So ist das. Ja, jetzt. Man kann aber auch nicht jedem Menschen helfen. Nee, das ist schon klar. Verstehst du, ich würde zum Beispiel keinem helfen, der, sag ich jetzt mal, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, das ist auch nochmal schwierig, ne? Weißt du, wenn ich jetzt sage, der zum Beispiel Haus und Hof und verhurt und versufft hat, verstehst du? Weiß ich nicht. So einer misst einfach auch selber noch auf die Beine kommen, oder nicht? Ich weiß es nicht, ne? Ja, aber jeder hat eine Chance verdient. Ne? Ja, genau das ist das nämlich, ne? Man weiß es nicht, ne? Aus welchem Grund? Ach, der Chef kommt. Ach du Scheiße, ey. Eieieiei. Wie viel Uhr haben wir dann? Ja, geht ja noch. Viertel vor neun. Ach, je, jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Jetzt fährt er nochmal rückwärts. Jetzt steht ja gleich hey, auf der Wohnzimmercouch mit dem Auto. Ja, ich mache mir jetzt mal Suppe fertig. Ja, gut. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche. Ich denke an euch. Bleibt gesund und munter. Und hoffentlich gewinnt ihr am Lotto. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.